Hallo Internet, hier ist wieder Beckenzeig für euch und willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play zu Super Mario Maker. Im letzten Teil, da habe ich das rätselhafte Massensterben gespielt vom YouTube-User FalkeHNX. Und das einzig Rätselhafte daran war, wie ich das Level trotz meiner Dummheit durchschaffen konnte. Das einzige Massensterben war halt bei Mario, weil ich ständig verkackt habe. Aber anders kennt man das hier auch gar nicht. ich werde jetzt ein Level spielen vom YouTube-User Marco Wolf. Der hat mir das Level zugeschickt, hart aber fair. Und wir werden sehen, ob dieses Level auch wirklich hart und fair ist. Okay. Ah! Okay, okay. Ich muss ja sagen, dieses Bowser-Face macht mich so ein bisschen nervös. Okay, hier, hat's einer sehr gut gemeint mit den Sounds auf jeden Fall. So was versteckt ist. Weiß nicht, komme ich da eigentlich hin mit dem Sprung? Aber ich kann hier wahrscheinlich noch höher klettern, oder? Ja! Okay. Punch, 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 punch! Ah, okay, scheiße, da ist ein Skelett. Ah, eine Feuerbombe. Sehr gut. Die nehmen wir uns natürlich. Und jetzt muss ich hier schön vorsichtig, damit ich nicht runterfalle. Da muss ich doch wahrscheinlich wieder auf die Köpfe springen, so wie mir das aussieht. Wow. Wow, wait. Oh. Ja, also er hat es tatsächlich gut gemeint mit den Sounds. Ah, Kreissäge. Das muss ich ihm lassen. Bisher läuft das eigentlich ganz gut. Wow, das war knapp. Ja, jetzt muss ich wahrscheinlich schnell sein. Ah! Ach Mensch, diese scheiß Katzenpfoten, die machen mir ganz schön Kürre im Kopf. Ich denke immer, da passiert. Ah! Boah, Gott sei Dank. Boah. Party! Nein! Oh Mann, ich bin so dumm! Oh, scheiße! Ja, ist natürlich. Oh, ist natürlich dämlich, wenn ich daran denke, dass diese. Ja, ich nenne sie mal verwandelbaren Blöcke, halt bei diesem Drehsprung kaputt gehen. Wo war jetzt nochmal der Cooper drin und wo die Feuerblume? Ich glaube, hier war die Blume, ne? Nein, ja, natürlich nicht, war hier. Ah, okay, dann war sie hier. So. Ja, ich müsste eigentlich, glaube ich, auch, wenn ich richtig schnell laufe. Wow! Ja, das funktioniert tatsächlich. Aber es ging mir jetzt doch ein bisschen zu schnell. Deswegen werde ich das sicherlich nicht noch einmal probieren. Stirb! Ah, nein, nein, nein! Okay, ich habe meine Feuerblume verloren. Das ist jetzt doof. Die Kampffische, ne? Ja, da sind sie. Die lassen wir erst vorbei. Nein! Ah! Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Oh nein, ein Karmic. Oh, hau ab. Stirb! Stirb! Wo bist du, du Schwein? Ich töte dich. Wo ist er hin? Hab ich jetzt getötet? Ah! So. Ha! Niemand entkommt dem Feuer, Mario. Gut, gehen wir mal in die Röhre. Wir fallen. Da sind zwei Boos. Ich glaube nicht, dass ich da rüberkomme, oder? Na! Oh, fick dich doch! Wie asozial das ist, genau da an der Sprungkante natürlich so ein versteckten Backer zu setzen. Hey.
Müssen wir hier mal alles ein bisschen absuchen, nicht, dass hier noch irgendwo versteckte Blöcke sind. Die mir die Tour vermiesen. Ja, hier ist halt einer. Aber ich kann doch auch nicht. Kann ich auf den Block springen und dann. Ja, jetzt sind die Boos hier. Also ich schaff's definitiv. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier abspringen kann. Weil hier ist ja der Block. Da oben. Deswegen müsste ich eigentlich Anschwung nehmen, von der Kante auf den Block springen und dann den nochmal als Tritt benutzen, um dann nochmal weiter nach oben zu springen. Aber jetzt habe ich mir die Boos hier so schon hingelockt. Das ist natürlich blöd. Ich glaube, da muss ich jetzt einfach einen Hit in Kauf nehmen, anders geht das nicht. Ja, das ist natürlich fail. Scheiße. So, jetzt sind wir wieder hier. Ich probiere einfach mal von hier aus mit Schwung jetzt. Ach, fick dich doch! Wenn ich noch einmal dieses höre, dann kriege ich einen Knall, glaube ich. Aber wisst ihr was, das hat mich auf eine Idee gebracht, denn ich vermute, dass hier über diesem Block jetzt wieder einer sein wird, dass es eine Treppe ist. Ja, ich hatte recht, sehr gut. Dann kann ich jetzt auch hier gleich diese Münzen zu Stufen machen. Und jetzt schnell sein. Wow, wow, wow. Haha, ich habe euch alle weggefickt. So, führt uns das Ganze hin. Oh, eine Feuerbombe. Oh, da ist so ein Bowser. Wie nennt man das? Propellerding. Wow! Wow, 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 wow! Das sind große Feuerbälle. Das heißt, irgendwo ist ein riesiger Bowser. Sollte dann wahrscheinlich jetzt aufpassen, dass ich die Feuerblume nicht verliere. Okay, ganz vorsichtig. Wow, wow, wow! Nein! Ach, fick dich doch, war klar. Ah, Feuer. Okay, dann nochmal zwei Pilze. Ah! Okay, ich muss einfach so versuchen durchzurennen. Ah! Lass mich doch durch, du... Mann! Okay, ich gehe jetzt einfach da rein in die Kammer und versuche hysterisch rumzuspringen. Vielleicht bringt mir das ja was. Weil hier ist auch kein Weg, da sind die Stacheln wieder, da komme ich auch nicht lang. Geronimo! Wow. Ah, ein Stern! Fick dich! Missgeburt! Oh. Leute, ganz ehrlich, das hätte mich jetzt auch noch locker 40 andere Versuche kosten können, wenn ich nicht das Glück gehabt hätte, dass da jetzt gerade der scheiß Stern war. Den hätte ich doch nie im Leben wieder gefunden. Oh Gott, war das ein Glück. Okay, schönes Level. Gut, ich denke, dann haben wir noch Zeit für ein weiteres Level. Hier haben wir Don't Toche Anything. Eigentlich müsste es wahrscheinlich Touch heißen mit OU, aber... Ich will jetzt mal nicht pingelig sein. Das ist von YouTube-User. Moment, lasst mich kurz nachschauen. Kuruwit. Ich bin gespannt, was mich hier erwartet. Rafiki, eigentlich. Und angeblich mit kanadischer Staatsbürgerschaft. Wow, wait, what? Was war das denn jetzt? Ich wäre erstmal verwundert, dass es New Super Mario Bros. Ist. Und dann passiert hier irgendetwas mit mir. Okay. Doppel okay. Das ist merkwürdig. Wow, das geht schnell. Ah, was sind das denn für viele Kettenhunde?
Okay, ich spring direkt hier drauf, damit ich hier nicht weggeschossen werde. Das geht aber wirklich verdammt schnell. Boah, scheiße! Alter, ist das Ding fix! Wow! What the fuck? Wow! Ach du Scheiße! Nein! Ah! Fick dich doch! Es ist halt wirklich von Vorteil, dass man hier bei New Super Mario Bros. Ist. Wow! Fick dich doch! Was ich gerade sagen wollte, es ist hier echt von Vorteil, dass man diesen Shit, ey. Jetzt bloß nicht verkacken wieder. Oh Gott. Was ich eigentlich gerade sagen wollte, das ist echt ein Vorteil, dass man hier diesen Drehsprung hat. Was ist denn hier jetzt los? Okay. Ich sehe gar nicht, was abgeht. Ah, oh, fick dich doch, nein! Das gibt's doch nicht! Nein! Boah! Nein! Fick dich doch! Nein! Okay, da ich noch. Oh, nicht so viel. Was ich eigentlich sagen wollte, bevor ich eben gerade wieder klicklich gescheitert bin. Ich werde jetzt nicht nach oben gehen, sondern werde versuchen, hier unten lang zu gehen, denn ich habe oben, also von oben, dann unten ja überhaupt nicht mehr gesehen, was abgegangen ist. Aha. What? Was soll ich mit dem Ding? Nein, will ich nicht. Was ist denn der Scheiß? Welches kranke Subjekt kommt denn auf die Idee hier? Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, oder was? So, wie geht's hier weiter? Hier sind Bob-Oms. Los, weg von mir. Okay, hier sind wieder solche Dinger, die aufeinander aufbauen. Boing, boing, boing. Ich sehe es nicht, da oben war was, aber ich komme nicht hoch genug. Na komm schon. Ach, so eine Kacke. Nein! Scheiße! Nein! Das ist doch falsch, was hier passiert! Ich glaube, ich habe es jetzt schon hart verkackt. Kann ich vielleicht nochmal irgendwie zurückgehen und das irgendwie wieder richten? Was passiert zum Beispiel, wenn ich hier drauf gehe? Nicht viel. Also, dass ich wieder da lande, wo ich herkam. Ah, Gott sei Dank, sie sind wieder zu dritt. Dann kann ich ja jetzt versuchen. Ja, jetzt bin ich hier oben. Ah, und hier ist schon wieder so ein. Ich kann mich doch komplett verarschen, oder? Okay. Jetzt bin ich hier. Keine Ahnung, was denn ist. Wow, das Ding bringen soll. Ich weiß halt, Hammer nicht. Ah, wo es lang geht. Oder was hier passiert. Ah, ich bin gleich schon wieder am Ziel, glaube ich. Wenn jetzt hier nicht kein versteckter Block kommt, dann habe ich es geschafft. Wehe, das ist ein versteckter Block. Wehe! Oh, Gott sei Dank. Sonst hätte ich gleich Mord begangen. Ja, auch ein sehr cooles Level. War ziemlich verwirrend. Ich denke, das reicht erstmal wieder für heute. Wenn ihr wollt, dass ich eure Level spiele, dann postet sie mir doch
entweder hier auf YouTube oder auf meiner Facebook-Like-Page oder im Pirate Board, je nachdem, wo ihr dieses Video seht. Ich spiele sie ganz bestimmt, auch wenn es ein bisschen dauern kann, wie ihr gemerkt habt. Aber alle Level, die ihr mir schickt, werde ich früher oder später tatsächlich spielen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Und bis dahin sage ich, hauen Sie, bauen Sie!